Die Caravan Life 2023 in Rendsburg bietet allerhand Neues. Du bist nicht neu, aber das meine ich nicht persönlich, sondern meine ich, wir haben schon öfter gefilmt. Ja, ich bin schon eine Weile in dem Geschäft. Ich bin der Wolfgang von Camp Impuls. Hallo mein Lieber. Aus Karlsruhe. Und ich suche immer wieder neue Sachen und seit 2 Jahren vertreibe ich den Airliner hier exklusiv in Deutschland. Bin dabei, immer wieder neu die zu aktivieren, die Leute zu animieren, dieses Megateil zu kaufen. Jetzt haben wir es endlich geschafft, in einer Nacht- und Nebel-Aktion kurz noch auf der Messe den alten mit dem neuen Evolution auszutauschen. Also dieses Modell ist nagelneu, kommt frisch aus USA, über Rotterdam, zack, hier nach Freiburg. Evolution ist einfach eine Innovation, was ganz Neues, Modernes, stylisches Design, alles in Schwarz gehalten, pulverbeschichtet, wirklich Einzelanfertigung. Wir gehen vielleicht gerade mal auf die linke Seite, dann sehen wir komplett mal richtig in seiner ganzen Größe. Einfach super toll. Stylisch. Er ist europäischer geworden als richtig. Der Vorgänger. Den hatten wir vorgestellt. Sollen wir das Video oben mal dazu linken, dass man das kann man ja, sieht. Kann man einfach mal unterschieden ja, zwei Sachen. Die Möglichkeit, und ich kann es bestätigen, du hast mich gleich angesprochen am Mittwoch beim Messeaufbau. Ja. Warte ab, Tobi, ich krieg da doch was. Der ist wirklich jetzt direkt reingefahren worden. Genau. Und es gibt ja auch dann in einer namhaften Sendung, ist auch schon das Größere, der größere Bruder, von USA schon auch gezeigt worden. Namhafte Sendung, sagen Sie ruhig. Das ist die Galileo-Sendung. Ja, richtig, da haben genau. wir den Evolution 15, wurde da präsentiert. Das ist es, der Evolution 12, die kleinere Variante. Ja. Aber trotzdem mega geil, anders kann ich es nicht sagen. Ja. Ich bin echt froh, dass es noch geklappt hat. Und die Resonanz hier auf der Messe sehr groß. Weil einfach das Europäische, ja. das Schlichte, Einfache und trotzdem, also man fällt auf mit dem Teil. Absolut. Es ist nichts von der Stange. Nee. In Amerika schon länger zu Hause, diese Möglichkeit. Nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Also schon deutlich mehr. Auch Anhänger in USA gibt es Tausende davon. Viele sind erstaunt, wo kommt das Konzept her, aber dort schon lange eingeführt. Ja, eben. Also muss man den Europäern ein bisschen die Angst nehmen, in Anführungszeichen. Oh, Amerikaner, und gibt es das schon länger? Rocky Mountains, Kanada, alle Wetterzonen. Da kommst du genauso wie in Europa oder in Deutschland und alle Teile auch dran, meistens auch sogar schneller. Was ja, man das ist richtig. Glaubt, ja. Weil wenn man schon hier das neue Novum bei dem Teil ist, hier oben links, sieht man gleich die Kabel. Mhm. Da ist jetzt auch ein Solarpanel fest verbaut, auf dem Dach schon drauf. Oh, praktisch, wenn man so groß ist, gell? Das ist richtig. Stimmt. Wie viel Watt liegen da drauf? Das sind 185 WP. Okay. Drin ist dann auch eine Batterie, die kann man schlecht jetzt sein, ist innen verbaut. Ja, 30 Ampere, Solarregler. Absorber ja, ist normal möglich. Wir verpacken eigentlich eher, weil wir Kompressorbox. Wir sind hier schon jahrelang damit unterwegs und einfach die Leistungsvermögen, also einfach Solar, Batterie und Kompressor, Kühlschrank passen einfach am besten zusammen. Ja. Sind wir wirklich länger autark. Dann, das ist die Offroad-Bereifung Standards beim Evolution. Hier haben wir auch noch eine Außendusche, eine Brause, Shower. Shower steht drauf, ja. Genau. Und, ich bin da neugierig, weißt du? Ganz normales Staufach, wie gehabt. Ein Drain-Outlet heißt so deutsch Ablauf für Grauwasser. Ja, und hier, genau, hier unten haben wir auch den so Ablauf. So viel Englisch hat es gerade noch gereicht. Hier ist der Außenanschluss für das Solar, da wird einfach ein Kabel angebracht, verbunden die beiden. Ganz einfach. Landstrom, Wasseranschluss. Cool. Und was man immer auch sehen muss, dieser Wohnwagen ist sehr stabil gebaut. Auf einem richtigen Stahl, massiven Stahlrahmen, der durchgehend ist, kann man auch dann hinten auch dann beispielsweise ein Ersatzrad oder auch Fahrräder mit einem zum Beispiel Kugelkopf kann man hinten dran bringen. Sehr massiv, kein Problem. Amerikaner hängen ja gerne, weil sie es dürfen, hinten nochmal was dran. Deswegen so ist es so massiv gestaltet. Das ist wirklich massiv, ein fester Rahmen. Ja, ja. Riffelblech. Ja, das ist normal Silber gewesen, jetzt wirklich alles schwarz. Ja, ist dezent. Durch das Schwarz wirkt er. Und er ist auch jetzt die Silikonfugen, alles schwarz. Teilweise war das früher immer mit dem Klar, Silikon, wollte keiner haben, richtig. Hier wieder ein Staubox, der Kocher, Außenküche. Der ist dabei. Der ist dabei. Ups. Ja. Zwei Flammen. Gehst du das Gas innen dran? Nee, innen dran. Ich habe hier unten den Gasanschluss, ja, ja. wo ich das Kabel einfach reinmachen kann.
Der gleiche Anschluss existiert auch in der Küche. Das heißt, wir nehmen einfach die Küche rein, das Zwei-Flammenkocher rein, stellen einfach draußen drin rein. Natürlich auch für manche, dass sie gut reinkommen. Ja, wichtig. Neu ist auch die Zwei-Stufen-Treppe. Vorher eine gewesen? Eine. Ja, die fangen dann gerne mal an, so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Leger reingehen. Ja. Wir haben auch noch eine Neuerung. Jetzt ist das ein großes, breites Tür, also Fach, wo man wirklich problemlos die Sachen nochmal verstauen kann. Ja, das sieht man ja hier. Da passt jede Menge rein. Ihr habt natürlich jetzt schon euer Messematerial für den Transport drin. Es ist nämlich eigentlich schon Messeende, aber ich habe gesagt, möchte ich unbedingt den Zuschauern zeigen. Und wir kennen uns schon so lange, dass jederzeit. Ja, prima. Vielen Dank. Dann hier die Außenleuchte. Das war jetzt echt knapp. LED. Bam. Ich habe gedacht, das wäre vom. Ich bin ja auch viel mit den Reisemobilen unterwegs, dass es eine Seitenbegrenzungsleuchte ist. Aber die Aber es ist eine Außenleuchte, auch hier die kleine Leuchte haben wir auch noch hier zum Übrigens Eingang. Übrigens gehe ich auf das Plakat, schaut mal kurz hin. One person, two hands, 30 seconds, muss man gleich nicht übersetzen. Das geht ratzfatz. Ja, genau, das machen wir nachher auch dann zusammen. Ja, klar. Ach so, noch ein Highlight, vielleicht gerade mal hier drehen. Ein Zahlenschloss. Cool, ja. Sogar mit Fernbedienung ist es auch möglich. Früher hat man gedacht, Gimmick, was für ein Schmarrn, aber heutzutage werden wir es bequemer. Und viele wollen ja auch immer im Prinzip das normale Schloss, klar kann ich arretieren, habe aber auch nochmal zusätzliche zweite Arretierung, also doppelt gesichert. Das hat was, ja, sehr gut. So, dann gehen wir mal rein. Die Kindertür, der eine sagt Stalltür, Kindertür, Hundetür, zweiteilige Tür, aber praktisch genau für die Sklappen. Ganz genau, fürs Klappen, dafür ist sie da, das ist das Wichtigste und Entscheidendste. Ah, das hat sich sehr geändert. Ich habe das alte, in Anführungszeichen, Modell wirklich genau im Kopf und habe vorhin schon mal kurz reingeguckt und habe gedacht, ja, das ist jetzt europäisch angenehmer zu. Ja, einfach, es ist einfach super anzusehen. Man kann wirklich jetzt hier auch dann, jetzt vorher waren es Kunstlederbezüge, nur ein Kissen ganz glatt, hier noch abgesteppt, schöne Rundungen, also richtig wohnlich. Hier ist das deutlich besser gestaltet, hier das Ganze. Wir haben auch dann hier, kann man diese Fläche natürlich auch wieder als Bett umgestalten, problemlos. Logisch. Das Besondere ist jetzt auch, dass hier die Möbel komplett von Holz auf Kunststoffplatten umgeändert wurden. Es wurde zum Teil, also es sind entweder mit Aluminiumwinkel oder beim Bett sogar mit Aluminiumrahmen komplett ausgestaltet. Also alles auf Leichtbau gebaut und man kann jetzt auch wirklich was ändern und muss nicht jedes Mal nachschrauben, weil die langjährigen Camper kennen es ja, Holz arbeitet, also immer wieder nachziehen. Ja. Und hier ist das wirklich was Neues, Modernes, kratzfest. Auch das Band an der Eingangstür, wenn man schon mal sieht, das ist wirklich massiv, da kannst du nicht ständig Schwingungen reinbringen. Man sieht es ja auch. Und auch vorher war diese Tischfläche 10 cm tiefer. Wir waren früher in der Höhe, jetzt war. Das haben sie nachgebessert und sind wirklich bis an den Grenzbereich gegangen. Es ist auch etwas tiefer geworden, man kann richtig arbeiten und die Zwei-Flammen-Kocher kann man jetzt schön hier hinstellen. Wir haben hier unten drin auch dann hier die Gasanschluss wieder hier. Ja. Hier kann man Absorber, wie gesagt, aber mir lieber Kompressorbox einbauen. Das Waschbecken ist auch luxuriöser geworden. Wir haben hier, wie es meistens nur bei den Wohnmobilen ist, eine Membranpumpe, also richtig mit Wasserdruck, mit 30 Liter Wassertank. Ja. Also da haben sie auch nochmal zugelegt. Ja, nicht billigen Tauchpumpen und so noch einbauen. Dann kann man vielleicht sagen, okay, das war schon immer vorher, dass wir hier Fenster haben. Ja. Glasfenster. Klar. Vier Fenster. Und hier die Couch ist natürlich auch etwas wohnlicher geworden. Das ist abgesteppt, das war nicht mehr so kitschig, kunstlederhaft. Also man fühlt sich wirklich wohl, man kann es hier richtig schön reinflaggen. Also Schlafversion aus weit über 2 Meter, oder? Was wiegt der, wie breit ist der insgesamt? Der ist jetzt insgesamt 2 Meter, also wir haben wirklich so 1,95, also wer ist 1,94, 1,95, je nachdem, so vielleicht sind es 2 Meter. Wirkt wesentlich geräumiger, ich hätte jetzt nie 2 Meter geschätzt, eher 2,10, 2,20. Ja, man täuscht sich, das Raumgefühl ist riesig. Und man kann jetzt im Prinzip, das mache ich jetzt auch mal schnell, diese Fläche, diese Couch als Bett umgestalten. Ja, 2 Handgriffe. Einmal den Keil rein und dann war's das. Was wiegt der Caravan? 760 Kilogramm, maximal 1300 Kilo. Ja. Von daher ist er auch problemlos von der E-Mobilität, was ja das große Thema ist für viele. Ja. Wir haben auch schon viele Kunden, die jetzt mit ohne jetzt Fremdwerbung, aber einer hat jetzt einen Tesla, hat dieses Modell.
Erfahrungswerte, wir haben dann den abgelastet auf 1000 Kilogramm, dann hat er trotzdem noch ca. 250 Kilogramm Zuladung und Erfahrungswerte von ihm nur 20% Reduzierung in der Reichweite. Ja. Das ist natürlich deutlich. Ja. Das sind klar. Faktoren auch für normalen Pkw, Benzinverbrauch, halben Liter. Der halt wirklich klein wird. Flach, ja. Der wird, das sehen wir ja auch nachher, dass er flach ist. Er ist überschaubar, keine großen Außenspiegel, kleine Dörfer, kleine Straßen zum Fahren. Man muss nicht Angst haben, wenn man irgendwelche Überhänge hat. Also, Lüfter schadet nie. Rauchen, du bleibst, oder? Das ist auch schon ein bisschen schwindelig. Und oben ein Rauchmelder, das ist immer wichtig auch für... Ja, Rauchmelder und hier nochmal ein Gasmelder, haben wir ja unten auch nochmal. Gasmelder muss unten sein, richtig. Genau. Und oben der Rauchmelder. Schick, das hat was ganz Besonderes. Wie viele Modelle baut der Hersteller? Also momentan gibt es, also sind 4 Modelle plus den Evolution jetzt. Und jetzt in Amerika gibt es noch 2, 3 andere Modelle vom 15er. Vielleicht, da, also wie gesagt, die Modelle hier... Darf ich das mir herzeigen, ja? Das ist aktuelles Blatt. Denke ich mir, da liegt nein. So. Entschuldige. Merci. Das sind jetzt die Modelle, was bisher war. Der Evolution ist hier noch nicht aufgeführt. Wir sind jetzt eben, du wolltest gerade sagen, aber habt ihr ein Bild, was für Möglichkeiten, und die kannst du alle holen, die steht ja drunter. Siehst du, das ist praktisch. Hier anrufen und unten in der Videobeschreibung nochmal natürlich www.camp-impuls.de. Genau. Ich bin schon so schnell heute. Wahnsinn. Nee, es ist wirklich, also es kommt einen enormen Anspruch. Also man braucht ein bisschen hier, bis man sich damit zurechtfindet, sagt ein spitzes Dach. Viele denken, das kann gar nicht sein, aber wenn man die riesen Vorteile sieht, was mir hat, allein das Raumgefühl, ja, für dich ja. Für einen großen Menschen, selbst wenn du da unten eintaucht, habe ich keine Ecke mehr oder so. Genau, das ist einfach toll. Also ich finde es also mega. Warum steht da Exit? Ist das eine Notöffnung? Sollte ja, weil brennen? Im Prinzip können wir sehen, wir machen im Prinzip hier, also da, den habe ich jetzt nicht auf. Ja, dann kann ich nur kurz hier raus. Schon los, und dann kann ich schon abklappen. Raus. Genau. Mich hat nur das Wort Exit da irritiert. Ja, deshalb die Rot, dass man auch im Dunkeln schnell das sieht. Ja, ich denke es mir auch. Aber die Amerikaner ist da wesentlich sicher jetzt. Ja, da wird alles extra nur angemerkt und gezeigt. Weil und da sind die Klagen halt immer das Problem. Da müssen so die alles doppelt und dreifach senken. Aber von daher ist es total, also cool. Ich sage schon idiotensicher, muss man sagen. Ja. Eine kleine Anekdote: Vor ein paar Wochen haben wir auch einen Scout, also den ganz kleinen, ausgeliefert. Das sehe ich ihn. Und. Die Frau hat gesagt, sie möchte endlich mal alleine campen, ohne fremde Hilfe. Sie will reisen, wie ich will. Sie will nicht jeden Mal beim Campingplatz nachfragen. Und die Frau ist 78, hat den Hänger sich drin verliebt, hat gesagt, aber ich möchte noch mal Probe fahren. Wir haben dann eine Probefahrt gemeinsam gemacht. Mhm. Sie hat getestet. Hat super geklappt. Also Hut ab, die Frau, wie sie fahren konnte mit Hänger. Und sie tingelt jetzt einfach alleine, wie sie es Lust hat, und ohne fremde Hilfe alleine durch die Lande. Sogar Schweden, hat sie, glaube ich, gesagt, ist im Blickfeld. Es ist einfach wichtig, dass dieses Modell nicht keine Muskelkraft braucht. Mhm. Es ist alles also Federn unterstützt, alles total leicht. Und das ist ja gerade das Wichtige, weil viele scheuen sich davon, ja, das ist ein riesen Aufwand, da brauche ich Kraft und brauche ich Nerven. Das geht einfach ruckzuck. Hat der alte, wieder in Anführungszeichen, alt, 22er Modell oder 23er, das ist der 24er dann eigentlich schon. Genau, so kann man auch sagen, ja. Schon, ja, also du weißt, der Deutschland tickt immer so mit den Modelljahren. Der Amerikaner nimmt das nicht so ernst. Die Dachgauben, waren die da auch? Die war auch schon ganz, also wie gesagt, das Expeditionsmodell ist ja vergleichbar, ja, aber komplett der Innenraum ist komplett anders. Mhm. Die Außenfarbe ist noch im Prinzip dieses Hellgrau, aber das ist jetzt hier das komplett neueste Modell. Das haben jetzt schauen wir uns an, wie er klappt. So oder machen wir es. Das ich gehe jetzt mal gleich, bleib gerade mal da, dann klappe ich gleich mal von außen. Bleib sitzen, dann klappst du mit mir ein. Oder ich zeig dir gleich mal, wie. Fangen wir gleich mal an hier. Mit den kleinen Ärgern. Komm mal mit. Ein. Sag mal, ich mache nicht Zeit, ich mache wirklich mal Handgriffe. 1, 2, 3. Genau, den muss ich jetzt von außen, weil er so stark Federkraft hat. Ja. Dann mache ich erstmal den von draußen. Der ist verlangt er auch. Durch das Außen kannst du dir ja innen auch nichts einzwicken. Genau. Drücken wir es hier runter, haken es ein. Also ist gleich 3, 4 mit Schwesterverriegelung 5. So, jetzt gehen wir rein und machen den anderen Ärger zusammen. Wie gut ist denn der isoliert während der oder? 30 mm. 30? Styropor. Also auch wirklich für Winter geeignet. Mhm. Wir machen die Polster runter. Mhm. Dort ist schon alles erledigt. Gleich Spiel wieder. Wieder hier, ja.
Ja, ich merke, das geht echt geschmeidig. Wow. So, jetzt hat die Feder gerade gehört. Ja, genau. Und jetzt machen wir wieder gerade diese Wände kurz hier runter. So. Cool, es ist wirklich interessant. Klappen die Tür auseinander? Sieht, ja, ist ja easy, logisch, aber ja. Du musst erstmal mal. Ah, der Trick mit der Tür. Genau, und jetzt tue ich mich hier hinstellen. Was deswegen auch die starken Bänder drin. Ja, ja, und deshalb auch dann hier oben, dass das mitzieht. Ich mache absichtlich nichts. Ja, ja. Mach die Tür zu. Okay, dann zieht es mit runter, läuft seitlich in der Führung und zieht komplett gerade runter. Also nichts. Und jetzt hier mache ich die Tür zu, dass die Tür auch zu ist. Ja, ja, ja. Weil die dann überlappt und somit auch gleich verschließt. Und jetzt muss ich nur noch hier einhalten. 15, 16 Handgriffe. Und auch mal hier die Treppe. Alle haben elektrisch, alle so. Die Amerikaner sind einfach gestrickt. Ja, ja. Muss doch nicht alles elektrifiziert sein. Schlicht und einfach. Ja. Mit den elektrischen Treppen hast du einen Dreck drin, ein paar Mal übersehen, dann geht die schon wieder nicht mehr. Und jetzt sieht man auch, vielleicht gucken wir es vielleicht von der anderen Seite an, wie wir das gegenseitig, also dass man, wie es vorher ausgesehen hat. Gut, klar, die Dachluke, ich weiß, die Zuschauer sehen alles, kann man auch noch zumachen, ja, ja, ja. Jetzt muss die Luft ja ein bisschen raus, weil ich so schnell war. Das ist richtig. Nee, das sieht man auch. Wahnsinn. Immer wieder faszinierend. Und hier dann, genau, hier müssen wir noch die Schnalle zumachen, dann habe ich alles. Ja. Ja, klar. Also 17, 18 Handgriffe. Ja, ja, das ist so. Und wie gesagt, 30 Sekunden, wenn ich nicht nerv, locker erreichbar. Jetzt, genau. Cool. Auf was bauen die deichselmäßig auf? Ich sehe es gerade, ich kann es mir vorstellen. Alco ist in Amerika ganz stark vertreten. Das seht ihr. Die Kabine kommt aus USA. Ja, klar. Die wird in Brüssel und in Belgien umgebaut. Dann wird eine Alco-Achse darunter gesetzt und eine Alco-Deichsel hier in Europa. Ja. Damit es alles konform ist. Es gibt also auch keine Probleme, wenn man irgendwie andere Reparaturen, Bremsen, egal wie. Richtig. Alles europäisch problemlos. Alco, ich war ja selber länger bei Alco, deswegen ein Global Player bis Neuseeland, Australien, überall genau. Groß, in Amerika richtig groß vertreten. Ja, eben, das ist von daher. Es also gibt ja eine Stadt, wo sehr viel, ich weiß sie nicht mehr, früher war die aus dem FF geschossen. Da sind die ganzen Achsen- und Chassishersteller da. Und da das hat ist ja Gagster jetzt die neue, also gibt es ja richtig eingekauft, vor gut 15 Jahren war das, ja. Ja, also von daher. German Engineering. German Engineering, genau. Ich finde es natürlich sehr lustig, der Aufkleber, wenn manche das in Deutschland lesen. Dieses eine Wort verführt ja natürlich immer, was ist denn das? Aber hier heißt natürlich ganz klar, pass einfach auf, mein Startwind. Aber das Vorteilhafte ist ja auch hier, wir haben ja auch dann, wenn wir irgendwo jetzt im südlichen Länder Mistral oder jetzt es pfeift der weg. Eben. Ja. Das ist, in Island sind die ganz beliebt. Weil im Prinzip, wenn sie unterwegs sind, die starken Winde, viele Wohnanhänger werden von der Straße geblasen. Der flache Anhänger ist problemlos fahrbar. Bei uns immer wird das Kind in Europa. Ich fahre einfach durch und geht los. Mit den Büchsen, in Anfang nicht böse gemeint, aber es ist so, es ist ein Quader, ein unförmiges Ding und wow, 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 wow. Deshalb habe ich noch hier zusätzlich vielleicht auch noch das. Das gibt es aber auch schon länger hier. Das ist dann hier das Sturmband, also klicke ich aus. Mhm. Ich kann die beiden Flächen, also bei den Dachflächen nochmal verbinden, um die nochmal zusätzlich zu stabilisieren. Also wird einfach umgelenkt, hier habe ich ein Kugelgelenk und wird dann hier im Prinzip dann eingehakt, wenn es offen ist. Wenn du Alco drunter hast, kannst du natürlich mit dem ATC immer adaptieren, wenn du nochmal Schlinger, Anti-Schlinger ist aber drauf. Das ist das Verrückte. Braucht der nicht. Der braucht das nicht. Das der hat 100 dazulassen, das läuft so leicht hinterher. Das ist ein Mitläufer. Ja. Es ist wirklich, also da muss man gar nichts groß denken, weil er einfach hinterher läuft. Die Resonanz wünschen wir uns. Schreibt drunter Anregungen, Ideen, Fragen. Genau, Campingboots anrufen, sind alle Daten unten drin. Cool. Ich finde immer, wenn ich zu dir komme, du hast immer die coolen Teile. Ja, wir können jetzt noch weitermachen. Ich bin jetzt momentan Australien viel vertreten. Eine auch. Minute noch. Die hören wir noch dran. Wir haben 19, 20 machen wir voll. Ja, ja, pass auf. Das ist zum Beispiel ein Duschzelt von Bushwaka aus Australien. Ganz bekannter Hersteller. Genau. Und wir machen das jetzt mal schnell. Also normales wäre das ja hier. Ich will jetzt duschen, ich fange schon an, mich auszuziehen. Zack, und? Keine Angst. Ja, die Nachbarn schauen schon, oder die. Hoffentlich will sich der echt ausziehen. Da kriege ich ja nicht mal das T-Shirt ausgezogen in der Zeit. Und hier? Geil. Riesig. Und vor allem mit Stäben innen drin. Und man kann auch das ist vielleicht das Wichtige, man kann auch die verlängern, also man kann das ja länger machen. Also das ist einstellbar, das hat eigentlich keine sonst. Einfach praxisbezogen. Man kann das einfach runterziehen, auch für bis zu 40 cm kann man es locker weitermachen. Und die Australier glaubt mir eins,
ohne das hier sehen wir auch nochmal das nächste Buschwager. Die haben ja ganz andere Bedingungen, die wissen, was sie tun. Also hier zum Beispiel ist jetzt die größte Marquise, die wir jetzt anbieten, die Extreme Darkness mit integrierter Leuchten ist immer dabei. Und das Besondere halt einfach komplett freitragend. Ich kann, aber ich muss keine Stütze machen. Okay. Das ist eben das, was in Europa noch nicht so gang und gäbe ist. In Australien muss das einfach sein. Ich kann einfach im Sand schlecht einen Hering reinmachen. Ja, okay. Muss man einfach so sagen. Weißt du, was wir vergessen haben? Was kostet denn der davon, wenn wir jetzt gefilmt haben? Der ganz neue, der kostet 36.900. Ja, hier. Aber da hast du wirklich alles dabei. Das ist alles dabei. Wie wir es jetzt gesehen haben. Genau. Der ist so, wie er steht. Ja. Komm mal hier rein. Guck mal, hier steht der Waschbrecher. Da kann stehen. Aber ich weiß, der Richtwert ist immer gut. Ja, klar. Da steht es drauf. Schön, interessant, cool. Und die Marquesen, wie gesagt, kommt noch mehr Neues dazu. Ja, wir sehen uns da sicher wieder. Genau, wieder die Swags, Dachzelte, alles mögliche, was es gibt. Ja, du bist gut ausgestattet. Demnächst kommen noch mehr australische Sachen. Wir bleiben einfach in Kontakt. Camp Impuls in Karlsruhe. Wir verabschieden uns komfortabel. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Einen schönen Heimweg. Zwecks Transparenz. Das sind Kumpels, dieses Video kostet kein Geld. Ich sag's nicht, weil ich jetzt gleich die Brieftasche zu dir halt mit dem großen Loch drin. Wir kennen schon so lange und das ist einfach. Wir machen das gern, das ist das Miteinander. Wir wollen, dass die Camper was Spaß haben. Genau, ich möchte nicht, dass die Zuschauer den Eindruck haben, ich kriege jetzt von dir ein Geschenk dafür. Nee. Möchte ich nicht und würde ich auch nicht nehmen. Camper für Camper, sage ich immer. Das ist Camper für Camper, die neue Aktion von Camper Tobi. Macht's gut. Alles klar. Gute Zeit. Passt auf euch auf. Tschüss aus Freiburg. Das Video kommt etwas später. Mittwoch, schätze ich. Also, da sind wir hier schon weg. Tschüss.